So, ja, heute möchte ich noch die Scheinwerfer rausholen. Einmal rechts, einmal links und die dritte Bremsleiste bzw. die Rücklichter da, die noch dran sind, ist eigentlich auch ziemlich einfach. Die sind nur so hier so befestigt mit so einem Drehmechanismus. Eigentlich total einfach und damit fangen wir jetzt an. Go, go! So, liebe Leute, wir sind fertig. Ah, ist das schön. Dritte Bremsleiste ist die hier. Einmal komplett durchgezogen. Sehr rar, sehr wertvoll, denn wenn die nicht mehr vorhanden ist, gibt es kein TÜV. Und das Problem hatte ich schon mal. Da waren nur drei LEDs kaputt von den 160, die da drin sind. Und der Typ wollte mir keinen TÜV geben, denn ab drei LEDs, defekten LEDs bei der dritten Bremsleiste, gibt es keinen TÜV mehr. Kann ich verstehen. Es gibt viele Autos, die haben eine dritte Bremsleiste. Da sind vier LEDs drin. Wenn drei nicht gehen, geht ein Dreiviertel nicht mehr. Aber bei dem geht ja über die Hälfte noch. Deswegen finde ich das eigentlich ein bisschen kacke. Und deswegen freue ich mich, dass ich die dritte Bremsleiste habe. Und wenn die jetzt bei dem Cadillac drin ist, irgendwann mal hinübergehen sein sollte, dann kann ich die wieder austauschen. Da oben irgendwo hier, da, warte. Da liegt die erste dritte Bremsleiste. Die hatte ich schon mal getauscht, da waren drei LEDs hinüber. Ja, ist natürlich auch schöner, wenn alle gehen. So, dann haben wir Nummernschilderhalterung mit Rücklicht, also wenn man rückwärts fährt, und Nebelschlussleuchte. So, dann haben wir Blinker und Bremslicht, so wie hier und da. Ja, und ein paar Kabel haben wir auch noch gefunden. Ja, die gehören zu der Lampe hier, da sieht man auch so die kleinen Birnchen hier, Blinker und Licht. Ja, das war's. Das findet jetzt da oben irgendwie Platz. Mal gucken. Und ja, freue ich mich schon wieder, wenn es wieder weitergeht. Yeah!